Bioenergieregion. So darf sich die Stadt Straubing und der Landkreis Straubing-Bogen nun seit 3 Jahren nennen. Damals bildeten sie deutschlandweit eine von 25 Regionen, die bei einem Wettbewerb des Bundeslandwirtschaftsministeriums dieses Prädikat erhielten. Wir waren jetzt bei den Ersten mit dabei. Wir sind ausgezeichnet worden. Und so ein Prädikat ist ja nicht bloß etwas, das man an die Wand hängt, sondern ist eine Verpflichtung, dass man hier arbeitet. Und unsere Landwirtschaft sieht das sehr, sehr positiv. Und auch die Bevölkerung sieht es positiv. Also das, glaube ich, ist ein Standortvorteil, den wir gegenüber anderen Standorten haben. In diesem Jahr wären normalerweise die Förderungen für das Projekt ausgelaufen. Doch das Bundeslandwirtschaftsministerium beschloss wegen des großen Erfolgs ein Anschlussförderprogramm. Um sich dafür bewerben zu können, muss eine Partnerregion mit an Bord geholt werden. In diesem Fall ist das der Landkreis Cham. Ich glaube, dass wir in dem Bereich Bioenergie doch ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Allein schon die bisherige Ausnutzung der Potenziale, die sich bieten, also die Biomasse, ob das jetzt die Waldpotenziale sind aus dem Holz oder auch aus der Landwirtschaft, die Nutzung zeigt uns ja auf, dass die beiden Landkreise schon sehr weit sind und diese Chancen auch bisher schon bestmöglich genutzt haben. Der Landkreis Straubing-Bogen und die Stadt Straubing regenerieren mittlerweile 42% der benötigten Energie aus Biomasse. Der Landkreis Cham 40%. Zum Vergleich, deutschlandweit liegt der Durchschnitt bei rund 17%, in Bayern bei 27%. Das zeigt, dass sich immer mehr innovative Firmen auf diesem Sektor niederlassen. Die Firma Südchemie, die sich hier bei uns angesiedelt hat, hat auf dieses Prädikat sehr großen Wert gelegt. Und es hat hier einen Ausschlag gegeben, dass man nicht nach Ostdeutschland gegangen ist, dass man nicht nach Kanada gegangen ist, sondern dass man gesagt hat, hier dieser Agrarstandort Landkreis Straubing-Bogen mit all diesen Möglichkeiten der Bioenergienutzung, den wählen wir. Gemeinsam wollen die Partner ihre Landkreise noch weiter nach vorne bringen. Innovative Ideen für die Zusammenarbeit gibt es genug. Zum Beispiel haben wir im Landkreis Cham dieses Energiewirt-Seminar. Da könnte man vorstellen, dass wir auch konkret einen Bioenergiewirt daraus weiterentwickeln. Den könnten wir durchaus gemeinsam machen. Oder Qualifizierung oder Information an kommunale Entscheidungsträger. Mitte des Jahres entscheidet sich, ob die Beteiligten die Anschlussförderung des Bundeslandwirtschaftsministeriums erhalten. Mit dem Eigenanteil der Kommunen würden dann rund 500.000 Euro für neue Projekte in dieser Bioenergieregion zur Verfügung stehen.